Marc Heider, Kapitän und heute Torschütze zum einzigen und goldenen Tor heute. 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln. Marc, schilder mal kurz irgendwie deine Laune und Stimmung gerade. Ja, es ist unfassbar, endlich auch wieder getroffen zu haben. Wobei ich sagen muss, so mit der Mannschaft, wie wir spielen, wie wir auftreten, bin ich auch ohne Tor jedes Mal glücklich, wenn wir Spiele für uns entscheiden. Aber Tore ersetzen nichts. Diese Gefühle, die dann in einem hochkommen, sind einfach unbeschreiblich. Und deshalb freue ich mich auch für mich selber, muss ich sagen, dass ich mich endlich belohnen konnte. Ich hatte das Gefühl, du hast in der ersten Halbzeit einen Schlag auf den Fuß gekriegt. Hattest auch ein paar Momente Probleme. War das dann so ein bisschen der Befreiungsschlag auch für die Schmerzen? Ja, ich denke, ich hoffe, dass sich das dann auch irgendwo gelohnt hat, dass ich weitergespielt habe und auf die Zähne gebissen habe. Jetzt müssen wir mal schauen, was es ist und dann ja, geht's weiter. Fighter vor dem Herrn und Vorbild für die ganze Mannschaft. Ich habe eben Pulli gefragt, hat das heute so ein bisschen auch das Glück des Tüchtigen vielleicht, dass ihr euch erarbeitet habt? Definitiv. Wir hatten heute einen schweren Gegner, aber haben uns ja nicht nur spielerisch, denke ich, gut präsentiert, sondern auch kämpferisch und das war heute ganz, ganz wichtig. Die letzten 5 Minuten dann auch mit dem Publikum, Standing Ovations in der kompletten Arena. Bremer Brücke hat mal wieder gebebt. Ihr seid Spitzenreiter. Was bedeutet dir das? Es ist eine wunderschöne Momentaufnahme, aber wie man so schön sagt, davon kann man nichts kaufen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und da wollen wir jetzt am besten weitermachen. Und solange wir da stehen, ist doch schön. Soll dann gerne so bleiben. Du blickst schon auf Sonntag. Das Spiel gegen Jena, englische Woche, hat jetzt heißt regenerieren. Was nehmt ihr euch vor für Sonntag? Ja, das gleiche wie in jedem Spiel, 3 Punkte. Alles klar. Danke, Marc. Erhol dich gut.